Er hat hart dafür gearbeitet, um seinen Traum zu leben. Vor der Bundesliga-Partie gegen den Bergischen HC konnte er dann seine Fans mit einer ganz besonderen Nachricht überraschen. Rune und der THW Kiel, die gehören zusammen. Er hat seinen Vertrag verlängert und das bis 2020. Ein Gänsehautmoment in der Sparkassenarena und ein ganz großer Moment für Rune. Ich glaube, das war für beide Parteien eigentlich kein großes Geheimnis, dass ich hierbleiben möchte. Und das ging jetzt innerhalb von 2-3 Wochen. Also das erste Gespräch war, glaube ich, Anfang September. Und dann hat es auch, ehrlich gesagt, nicht lange gedauert, bis wir dann den Vertrag unterschrieben haben. Und jetzt bin ich froh, dass es durch ist, auch wenn es eigentlich wirklich unkompliziert war. Aber jetzt habe ich Sicherheit bis 2020 und das ist ein schönes Gefühl. Das ist seine Stadt, das ist sein Verein und er passt einfach hierher. Und das ist, glaube ich, eine Wechselbeziehung. Und das hat auch Rune gemerkt, dass er hierher gehört. Für mich war es, also seit ich denken kann, eigentlich das Größte, irgendwann mal das THW-Trikot zu tragen. Und die Mannschaft ist überragend, also wir verstehen uns wirklich gut, haben viel Spaß zusammen. Ja, und wir spielen Handball, das ist für mich einfach das Schönste.